Yo, willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Im letzten Part haben wir von dem lieben Mönch namens Kumari erfahren, dass wir Mondsteine suchen sollen und sie zu einem Grab bringen sollen, um das Kind zu erwecken, wenn ich mich richtig erinnere, waren diese Worte. Der Großvater von Malin, der gute Mario, hat sich auf den Weg gemacht, um das zu untersuchen und wir sollen ihm dabei helfen. Und ich habe mich informiert und ich bin sehr froh, dass ich es getan habe, denn das hätte ich niemals alleine herausgefunden. Niemals. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich mindestens 10 bis 15 Parts darum gesucht und das wäre weder für euch spannend noch für mich besonders lustig gewesen. Darum habe ich nebenbei jetzt eine Textbeschreibung offen, wo die Steine versteckt sind und noch ein paar andere kleine Sachen, die ganz witzig und ganz wichtig sind und die, glaube ich, werden wir jetzt einfach mal abarbeiten. Und das Erste, was wir haben, ist in der Sahara. Darum bin ich schon einmal hier nach Afrika gesegelt und gehe jetzt hier an Land. Wir sollen ein Gebiet hier im Nordwesten betreten. Irgendwo hier ein verstecktes Gebiet muss es hier wohl geben. Irgendwo hier ein verstecktes Gebiet im Nordwesten oder so. Irgendwo hier muss ein verstecktes Gebiet sein. Das, ja, könnte es sein. Hier soll es ein Gerippe geben. Ja. Diese Person ist kollabiert. Ich hoffe nicht auch so zu enden. Aber schau dir den Hals des Skeletts an. Es trägt so etwas wie eine Halskette. Hey, der Stein. Der Halskette. Erkennst du ihn nicht wieder? Ist das nicht der Stein, den Liam im Gebirge fand? Stein, den Liam im Gebirge fand? Er wollte ihn für immer aufbewahren. Wie kommt er also hierher? Ein Mensch könnte auf den Löwenfels gelangt sein. Wenn sie Geld riechen, kommen sie überall hin. Hat er da einen Stein gefunden? Ich weiß das gar nicht mehr. Jedenfalls denke ich, dürfte euch das ja einen groben Überblick darüber geben. Ja, das hätte ich niemals gefunden. Ganz im Ernst nicht. Abgesehen davon, dass das ein verstecktes Gebiet ist, hier im Arsch der Welt in der Wüste. Darum hoffe ich, ihr seid mir nicht böse, dass ich es auf diese Weise mache. Aber ich möchte dieses Spiel auch unbedingt gerne mal zu Ende spielen und, nicht davor an Frustration verrecken, so wie die Person da in der Wüste kollabiert ist. Der zweite Mondstein ist tatsächlich in Grönland. Das hatten wir im letzten Part ja schon gesehen. Allerdings nicht ganz in dieser Höhle, sondern woanders. Dafür nehmen wir den Kurs nach Liotto. Und jetzt muss ich überlegen, wo Liotto nochmal war. Ich meine, Liotto war. Irgendwo in Colorado, oder nicht? Obwohl, mir fällt gerade ein, es gibt noch andere, und zwar einmal in Neo-Tokio. In Neo-Tokio, und darum legen wir zuerst in Neo-Tokio an. Neo-Tokio ist nämlich hier oben. Neo-Tokio. Wir sollen zur Polizeistation gehen. Zur Polizeistation, ich glaube, die war irgendwo hier oben. Hier? Oh, Zwischenszene. Was ist das für ein Geräusch? Scheint von dem Tisch dort in der Ecke zu kommen. Sieht aus, als ob ein Empfänger in der Schublade sei. Aber findet einen Empfänger. Genau, das sollten wir tun. Und jetzt sollen wir als nächstes. Guck mal gerade, ob das vielleicht auch bei der Itembeschreibung steht. Eine leise Mädchenstimme ertönt. Hilfe! Bitte hilf mir! Jemand ist noch am Leben! Hier ist ein Überlebender. Zu Hilfe, Mutter, Vater. Hörst du mich? Wo bist du? Zu Hilfe. Es hört sich nicht so an, als ob sie damit umgehen könnte. Sicher hält sie den Sprechknopf die ganze Zeit gedrückt. Hey, lass den Knopf los. Ruhig. Hörst du das Geräusch im Hintergrund? Hilfe. Hört mich jemand? Klingt wie Wasser. Und das, obwohl es hier keinen Fluss gibt. Da muss es hier eine Kanalisation geben. Unter der Erde. Genau, das ist der Hinweis. Und wir müssen tatsächlich in die Kanalisation. Und die soll sich befinden in der Unterführung. Wir schauen mal nach. Wo hier der Eingang genau war zur Unterführung. Da gab es ja zwei. Da ist er. So, wir sollen jetzt die zentrale Tür betreten. Ist das die hier?
Nanu, diese Tür war doch vorher verschlossen. Genau, die war verschlossen und jetzt finden wir uns hier in der Kanalisation wieder. Genau, funktioniert ja wunderbar. Kanäle, und wir können sogar kämpfen. Boah, was für ein Gestank. Ich glaube, ich muss... Das ist also das andere Gesicht der Großstadt. Wie ein Krebsgeschwür in einem Adoniskörper. Der Gestank, ich muss durch den Mund atmen. Oh, Schleim. Schleim. Wow. Autsch. Bist du tot oder nicht? Autsch. Ah, okay. Kann man hier rein? Nicht gut. Verschlossen. Alles klar, dann gehen wir mal hier runter. Was sind das für Leute? Diebe? Oder was soll das? Wow, tatsächlich. Oh mein Gott. Wow, die klauen uns aber ziemlich viel von unserem Gold. Dafür droppen sie aber auch ziemlich viel Gold. Aua. Hoffe ich mit deinem Sack zu hauen, du Drecksau. Boah, das ist aber, das lohnt sich ja echt. Meine Güte. Autsch! Was war das denn? Ich verstehe nicht, was mit was greifen die mich denn da an? Man sieht ja doch gar nichts. Hm. Schleime. Ich hoffe, das sind nicht die Schleime, die einen verwirren. Ekelschleim teilt sich. Oh, Level up. Hui. Level 28 erreicht. KP steigt um 14. Stärke um 2. Abwehr um 3 und Glück um 3. Sehr gut. Das wäre ein schnelles Level up. Vermutlich wegen dem Boss, den wir zwischendrin gemacht haben. Dem Roboter. Im Berugas Labor. Basis. Hm? Zu Hilfe. Mutter, ich habe Angst. Was? Was ist passiert? Erstmal die Krüge untersuchen. Geht nicht. Ah, da können wir durchkriechen. Was ist das? Kanalschlüssel. Der ist doch bestimmt für die Tür, ne? Ja, ich hab's gelesen. Du rüstest mir mal sofort aus. Da. Das ist der? Ja. Anwählen, jawohl. Gut, dann geht's wieder zurück. Warte mal, können wir die Kisten hier aufmachen? Nee, können wir nicht. Okay. Schade. Schade, schade, schade. Das wäre schön gewesen. Sind die schon wieder da. Na gut, das Schöne ist, die geben halt echt einen Haufen Gold, ne? Na gut, die jetzt nicht so, aber die anderen. Also man sieht die Geschosse nicht, weil die so schnell schießen. Klar. Sind halt ganz normale Maschinengewehre, die wir wahrscheinlich haben, ne? Aber die sehen irgendwie so merkwürdig aus, wie Schweine oder so. So ein Ganon-Verschnitt. Hä? Achso. Hilfe! Ein Löwe! Ein Löwe jagt mich! Hilfe! Bitte! Ein Löwe? In der Kanalisation? Ah! Autsch! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Du bleibst hier! Ah, scheiße, er ist weg! Mit unserem Gold! Moment mal, aber dich nehmen wir noch mit da unten. Du bist weg. Okay. Menno, der hat uns ganz schön was abgeluchst. Wir hatten über 9000, jetzt haben wir nur noch 8000. Können wir hier jetzt rein? Ja, sehr gut. Ah! Wetten, Liam. Ein Löwe, er frisst mich. Beruhige dich. Hast du das... Hast du als Einziger überlebt? Hilf mir! Tatsächlich ein Löwe. Wo kommt dein Löwe hier hin?
nicht die Roboter von Beruga? Komm her. Komm her. Ah, so. Hier geht's rein. Teich. Autsch. Eine Kiste. Was haben wir da? Ein Glückselixier. Hinein damit. Hinein damit. Hinein damit. Da. Nein, 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 nein. Oh Mann. Glückselixier. So. Möchtest du das auswählen? Jawohl. Getrunken. Glück steigt um 1. Gott. Für noch mehr Crits. Oh. Ah, diese Mobs sind nervig, dass die immer halt erst verschwinden für 5 Stunden. So. Okay, da kommen wir nicht rüber. Ah, okay, die kommen wir zu uns. Wo geht's hier hin? Der gleiche Weg, da oben ist wieder ein Geist. Der hat es schon gesehen. Nee. Ich kann sagen, hier war da bestimmt noch was. Ein Naginata. Whitebeard Ahoy. Moment. Waffen. Einmal gucken, ob die gut ist oder ob die nicht gut ist. Plus 10. Eins die Waffe der Samurai. Aber sowas von möchte ich dir ausrüsten. Plus 10. Wer will noch auf die Fresse, ha? Huh? Wer will noch? Mussten wir den Weg hier überhaupt gehen? Ja, aber da ist noch eine Kiste. Ach, hol ich mir auf dem Rückweg. Ich möchte jetzt nicht wieder zurücklaufen den ganzen Weg. Oh mein Gott, was ist denn das? Ein Roboter? Wie kommen denn Roboter hier hin? Ist Beruga hier unten oder was? Der hält ja nicht viel aus. Was ist hier auf der anderen Seite noch gewesen? Ein Kristall, den holen wir uns mal. Den holen wir uns aber noch. Autsch. Was haben wir? Abwehr-Minus oder was stand da? Das Angriffszeichen ist es, also das Stärkezeichen ist es nicht, das war rot. Das muss ja Abwehr sein, denke ich mal. Ja, Abwehr von Alakazam, okay. Na, nicht dran vorbei. Und runter. Ich hab gerade schon, gehört, das Skelett wäre von dem Mädchen. Bitte, verschone mich. Ob wir jetzt das beachten müssen, was uns damals am Tierfelsen gesagt wurde? Von wegen, wenn du mit einem Löwen kämpfst, dann würde ich nicht. Schon gut, komm weiter. Aber der Meisterkrieger ist dein Freund. Er schnurrt. Nun, was ist mit ihm los? Natürlich, aber fällt dir an dem Löwen nichts auf? Sehen wir doch mal genau an. Hallo, das ist Liam. Ich half ihm bei seiner Prüfung. Lange her, aber ich weiß es noch. Schnurr. Leider verstehe ich die Tiere nicht mehr. Im Felsental war er so klein und süß und jetzt ist er so groß und hässlich. Der Löwe hat sich beruhigt, als du kamst. Ich frage mich... Der Löwe heißt Liam. Er ist ein Freund von mir. Ein Freund? Abfahrer. Möchte er vielleicht noch einen Freund? Erzähl mir, was geschehen ist. Die Leute lösten sich einfach in Luft auf. Meine Eltern verschwanden vor meinen Augen. Seitdem war ich ganz allein. Es war furchtbar. Doch dann sprach eine Stimme aus diesem Anhänger zu mir. Sie hat mich aufgemuntert und mir Mut gemacht, nicht aufzugeben. Du warst sehr tapfer. Und du hast es geschafft. Ich fühle, dass du auch allein bist. Ich weiß es. Nimm deshalb diesen Anhänger. Er wird dir Mut verleihen. Aber er hält den Mondstein.
Das war der zweite. Puh. Gut, ich würde sagen, ich beende den Part und im nächsten Part geht's dann weiter. Ah, okay, ist die Sequenz noch nicht vorbei. Aus dem Empfänger tönt eine Stimme. Hallo? Kann mich jemand hören? Ich bin Angehöriger des Liberita-Rettungsteams. Antwortet bitte. Gerettet, wir hören. Wir sind in einem Kanalstück nahe des Lagerbereichs. Außer mir noch ein Mädchen und ein Löwe. Wir brauchen Hilfe. Alles klar. Haben euch geortet. Holen Sie jetzt hier raus, oder was? Gut, das machen wir beim nächsten Part. Bis dahin und ciao!